Und jetzt kommt das aktuell meistverkaufte Produkt aus unseren Online-Charts. Wir machen jetzt weiter mit unserem Online-Bestseller des Tages hier bei Pearl TV. Und ja, vielleicht haben Sie jetzt auch schon Ihre Sommerreifen drauf und sind so richtig perfekt ausgerüstet mit dem Auto für den Sommer. Aber dann sehen Sie vielleicht immer so ein Blinklicht, was aufleuchtet im Bordcomputer und wissen gar nicht so genau, was denn da eigentlich das Problem ist. Ja, da hilft hier dieses OBD2-Gerät Ihnen weiter, was wir Ihnen heute hier vorstellen, weil damit können Sie mal schauen, wo denn vielleicht der Fehler liegt. Ja, wo liegt der Fehler? Es ist unser Online-Bestseller des Tages jetzt für Sie zum TV-Sonderpreis auch noch. Ein kleines, sehr handliches, unglaublich praktisches Gerät. Dieses hier ist eine sogenannte OBD2-Schnittstelle, das hier. Diesen Stecker haben Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwo in Ihrem Auto. Weil meistens ist es im Fußraum, so links vom Bremspedal. Bei mir ist es im Handschuhfach, hier sehen wir das mal. Da stecken Sie jetzt einfach diesen Stecker drauf und dann können Sie auf diesem Gerät sehen, können Sie viele Informationen von Ihrem Fahrzeug sehen. Hier sehen wir das mal. Das ist so ein Code-Ausleser. So werden heutzutage Autos eben diagnostiziert. Da kann man alles Mögliche sehen, den Reifendruck, welche Lampen noch gehen, die Kilometerzahl, die der Wagen gelaufen ist, die Fahrgestellnummer, das ist alles elektronisch hierüber abrufbar. Und das ist eben super praktisch, wenn Sie von Ihrem Bordcomputer, wie du gesagt hast, bei mir zeigt sich das in einem kleinen Lämpchen im Armaturenbrett, wenn Sie da eine Fehlermeldung kriegen. Ich hatte das wirklich bei mir, ich hatte so eine Lampe bei mir leuchten, ja. Hier in Dassel natürlich, also weit weg von zu Hause. Die leuchtete und ich habe dann in die Gebrauchsanweisung von meinem Fahrzeug geguckt, da stand drin, fahren Sie an den Straßenrand und rufen Sie die nächste Werkstatt an. Na super. Und ich so, Was heißt das jetzt? Kann ich jetzt noch von der Autobahn runter oder muss ich das Auto direkt abstellen, weil ich sonst den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviere? Es war unterm Strich gesehen, war es die Lambda-Sonde oder so ein kleines Chipteil davor oder wie war das? Es war ein kleines Chipteil vor der Lambda-Sonde. Ja. Also es war nichts Weltbewegendes, ich konnte also wirklich noch weiterfahren und dann ein paar Tage später dann bei mir in die Werkstatt gehen. Was auch angezeigt wird, ist die haben ja alle ihre Inspektionsrhythmen, diese Autos. Richtig, ne? Ja. Und wenn das dann der Fall sein sollte, dass man in die Inspektion sollte, dann leuchten die auch. Aber man weiß es ja immer nicht. Es kann ja wirklich was Ernstes sein, dass der Motor sich in Luft auflöst, weil zu wenig Öl drin ist oder sonst irgendwas. Hiermit kann man das alles auslesen. Und das hier eben für kleines Geld. Eine kleine Sache, die wirklich mit fast jedem Auto funktioniert hier. Normal, Benzinautos seit 2001 und Dieselautos ab 2004 müssen damit ausgerüstet sein in Deutschland. Und hiermit kann man das dann ganz einfach auslesen. Der übersetzt quasi ja, die Sprache eines Autos in verständliches Deutsch. Deswegen sage ich immer ganz gerne, das ist so ein Generalübersetzer, wenn man nicht gerade Kfz-Mechatroniker ist. Deutsch, Auto, Auto, Deutsch. Und er liest Ihnen die entsprechenden Fehlercodes aus, so dass Sie ganz einfach mal sehen können, was ist denn da eigentlich kaputt? Gibt es eine Notwendigkeit, das zu reparieren? Kann ich das vielleicht selber machen? Ist es vielleicht nur ein kaputtes Birnchen, vielleicht von meinem Rückfahrlicht oder sowas? Du hattest das, ne? Kann man das natürlich auch mal selber machen. Bei mir zeigte mir mein Auto an, dass ich einen Fehler hätte in der Kennzeichenbeleuchtung. Die Kennzeichenbeleuchtung haben Sie in der Regel hinten. Ich komme aus der Waschanlage raus und denke mir, was ist denn da passiert? Und ich steige aus und sehe, dass mein Kennzeichen ordnungsgemäß beleuchtet ist. Trotzdem hatte ich den Fehler vorne drin. Und da muss also irgendwie ein Wackelkontakt oder sonst irgendwas gewesen sein. Ich habe mir also unser OBD2-Gerät geschnappt, habe es angedockt, habe den Fehler rausgelöscht. Und seitdem lässt mich mein Auto auch in Ruhe. Und was soll ich sagen, mein Kennzeichen ist also wirklich hervorragend beleuchtet. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man so einen Fehlercode eruiert, wenn man weiß, um was es sich handelt und löscht den beispielsweise raus, damit ihn nicht dauernd das Auto dann irgendeine Birne dann vor der Nase blinken lässt oder irgendwie anbimmelt oder sowas alles, wird das niemals den Fehler korrigieren. Da muss man dann selber nochmal Hand anlegen oder dann wirklich mal einen Spezialisten dran lassen. Aber Sie wissen zumindest, was ist denn da eigentlich Sache. Anderes gutes Beispiel war mal die Fahrt mit einem Transporter, als ich hergezogen bin. Stimmt. Ja, hier von Dassel, von Niedersachsen aus Richtung Rheinland-Pfalz. Ich hatte mir extra einen Transporter genommen und fahre so über die Autobahn. Nach 30 Kilometern fängt das Ding an zu blinken und sagte mir Fehler TJ7415 oder sowas. Und ich so, Gott, das heißt ja nicht mein Auto, das ist ein geliehenes Auto. Weiß der liebe Himmel, was da los war. Unterm Strich gesehen war es ein Serviceintervall, der stattgefunden hat. Mhm. Aber der Kfz-Mechatroniker oder der entsprechende Werkstattmeister hat den Fehler eben nicht rausgelöscht.
Und so etwas kommt dann eben gelegentlich mal vor. Das war ein kleiner Schusseligkeitsanfall, wie auch immer. Aber wie gesagt, ich wusste ja nicht, um was es da geht. Ja? Gerade bei einem fremden Auto ist man damit unter aufgeschmissen. Weißt du, wofür es auch super ist, wenn du dir ein gebrauchtes Auto kaufst? Ja. Und nicht, wer kennt sich denn heutzutage aus mit Autos noch? Man kann ja gar nicht mehr reingucken teilweise, weil das alles so verschalt ist und alles. Ja. Also auch mit einem, sagen wir mal, Kfz-Experten ist das schwierig zu machen. Früher hat man mal so gegen den Reifen getreten. Dann hat man gesagt, ja, gutes Gefühl. Den Unterboden kontrolliert, ist da Rost drauf, mal mit dem Schraubenzieher dagegen gedrückt. Mit sowas kann man dann ganz eben mal nachgucken. Ne? Da kannst du eben den Kilometerstand, die Serviceleistung und diese ganzen Sachen hier eben auslesen. Was ist mit dem Auto überhaupt los? Ist das Auto das Geld wert, was der Verkäufer hier haben will? Also bei einem Gebrauchtwagen kaufen würde ich ohne dieses Ding nicht losziehen. Was soll man sagen? Vertrauen ist gut. Ja. Kontrolle ist manchmal besser. Ja? Alleine die Fahrgestellnummer, die Fahrgestellnummer, die mitunter auch im Kaufvertrag vermerkt ist, ist das auch die Fahrgestellnummer des Autos, das hier gerade vor mir steht, das ich gerade käuflich erwerbe. Sind die Inspektionsintervalle so durchgeführt, wie es im Scheckheft drin steht und. Also die verschiedensten Daten kann man damit hervorragend mal rauslesen. Das sehen nicht nur wir so, das sehen unsere Kunden genauso. Deswegen ist es unser Online-Bestseller des Tages. Und wir haben richtig gut abgeschnitten mit dem sogenannten OBD2-Diagnosegerät hier. Ja, da sind wir besonders stolz drauf. Ich meine, als Amazon-Kunde, die sind ja sehr, sehr kritisch. Und wir sehen hier, dass wir mit diesem Gerät 4,5 Sterne bekommen haben. Ja. Das ist also was ganz Besonderes. Das kann man auch mal erwähnen. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf hier. Also das muss man ganz klar sagen, das ist ein super Angebot. Ich persönlich kann es auch empfehlen. Wir haben es alle schon mal ausprobiert und sind sehr begeistert. Ja. Bei ihm war es die Lambda-Sonde. Bei mir war es eine Kennzeichenbeleuchtung, die offensichtlich völlig intakt war, aber der Bordcomputer hat ganz einfach gesponnen. Und das Blöde war, jedes Mal, wenn ich ins Auto eingestiegen bin, dann bimmelt mein Auto immer. Also bing, 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 Achtung, Fehler steht dann vorne bei mir drin. Und wie gesagt, man steigt ja ein, wenn man sich nie auskennt, denkt man, oh Gott, was ist denn eigentlich da kaputt? Damit können Sie ganz einfach mal nachschauen. Und wie gesagt, bei Benzinern ist das seit 2001 Pflicht, eine sogenannte Onboard-Diagnoseschnittstelle zu besitzen. Bei den dieselgetriebenen Fahrzeugen ab 2004, da reden wir auch mittlerweile von fast 20 Jahren, wo so etwas Pflicht ist im Moni, Fahrzeug. Als du dein Auto gekauft hast, ne, bist ja hier auf den Hof mitgefahren und dann haben wir das auch gleich reingesteckt, ne, um mal zu gucken, was ist da los, ist das richtig gewesen? Ja, das ist auf jeden Fall äußerst wichtig und für diesen Preis kann man das einfach mal immer zu Hause haben oder auch mal im Auto. Vielleicht jetzt auch für ihr Enkelkind, was bald ein neues Auto kriegt oder auch vielleicht für ihre eigenen Kinder. Das ist immer ganz gut, gerade auch wenn man vielleicht schon ältere Autos kauft, so für die Fahranfänger erstmal zum Üben. Ja. Man weiß ja nie, was da so mit passiert ist mit dem Auto. Deshalb, ich finde hier unser OBD2-Gerät super klasse. Ja, macht Sinn. Ich habe damals angefangen mit einem Ford Fiesta, man darf das glaube ich sagen, 45 PS in Bordeaux-Rot. War mein erstes Auto, war mein kleines Müllchen. Ich habe ihn absolut geliebt, zog ihn nicht gerade die Haare in den Nacken rein, aber er hat mich von A nach B gebracht. Und natürlich möchte man da ganz gerne mal wissen, ist das Auto, mit dem der Lütte da jetzt oder mit dem die Töchterchen hier mit 18 dann vielleicht auch mal eine weitere Tour fährt, wirklich 100% in Ordnung oder gibt es da vielleicht noch irgendwo Korrekturbedarf, sind die Füllstände bei den Flüssigkeiten und so weiter, Bremsflüssigkeit, all sowas entsprechend intakt oder muss man da vielleicht nochmal den einen oder anderen Liter nachfüllen. Bei meiner Freundin ist es beispielsweise der Schlauch vom Kühlwasser, der so eine leichte Macke hat, da tropft immer mal so ein bisschen was raus und das Auto bimmelt also ständig, Achtung, Kühlwasser prüfen. Ja, und dabei ist es tatsächlich ein kleines Problem. Ich muss es ja auch mal mitnehmen, damit wir den Fehlercode dann auch mal rauslöschen können. Denn dieses Gebimmel und Gepiepse in so einem Auto, das nervt. Man weiß ja nicht wirklich, was Sache ist. Damit wissen Sie es ganz einfach und ganz genau. Also bestellen Sie sich unser OBD2-Diagnosegerät direkt mit der Bestellnummer der ZX3086 unter 569 zum TV-Sonderpreis von nur 37,04 €. Und das ist unser Online-Bestseller. 4,5 Sterne bei unseren Amazon-Bewertungen. Da lege ich auch immer sehr, sehr viel Wert drauf und schaue mir immer die ganzen Kundenbewertungen an. Klar. Also hier haben Sie auf jeden Fall dann was Gutes. Gehört einfach in Ihr Handschuhfach und dann können Sie immer schauen, wenn irgendwas aufblinkt oder piepst, dann brauchen Sie nicht gleich verunsichert sein, weil man ist ja dann immer so ein bisschen im Schockmodus. Was mache ich denn jetzt? Ja. Aber hiermit sind Sie auf der sicheren Seite, also bestellen Sie sich gerne unseren Online-Bestseller des Tages und dann können Sie immer ganz genau nachschauen und dann wünsche ich Ihnen auch allzeit gute Fahrt.